Ah, herrlich das Wetter. Im Dezember schon wieder so ein Wetter. Das ist wie Frühlingsanfang. Aber das ist echt klasse. Super. Ach, pass mal, ich wollte schon was erzählen. Und zwar folgendes. Bei uns im Ort, da ist so ein Taubezüchter. Der hat lauter Brieftaube. Da bin ich neulich vorbeigegangen. Da habe ich mir den da Taube angeguckt. Und da muss ich sagen, du, da war eine dabei, schneeweiß und hatte Krönchen auf dem Kopf gehabt. Die hat mir gefallen. Die hat mir gefallen. Da bin ich dann hin, hab bei den geschellt, hab gesagt, hier Hans, was macht? Die Art Haupt mit dem Krönchen, die gefällt mir. Die könnt mir vielleicht mal einen Gefallen tun. Könntest du die mir mal ausleihen? Das ist der Ausleihe, ja. Was hast du denn vorher? Sag ich, ja, ganz einfach. Ich habe ein paar Briefe, die muss ich versenden. Aber da das ja bei der Post, bei den Beamten, eh alles so lang dauert. Die holen es ab, dann schütten sie den Sack wieder aus, dann tun sie es sortieren, dann tun sie wieder in die Box rein, dann geht es auf den LKW, dann steht er im Stau auf der Autobahn und ach, das ist mir zu lang. Und da habe ich gesagt, okay, so taub, das wäre mir recht. Und da sagt er, ja, ist gut, können wir machen. Da habe ich gesagt, ich habe 25 Briefe. Sag ich, um Gottes Willen, die ist ja überladen, das ist der zu mir. Sag ich, wieso ist sie überladen? Das gibt es doch gar nicht. Du kannst den die hinten drauf spannen, gibst ein gut Futter und dann geht es ab Richtung Norden, soll er hochfliegen. Ja, und dann hat er gesagt, ja, nein, nee, das geht nicht. Da muss er mehrere Tauben schicken. Sag ich, okay, schickst halt mehrere Tauben. Wie viel hast du dann? Das ist der 24, sag ich, oh, das ist zu wenig. 24 Tauben geht kein Meter. Also ich brauche mindestens 25, weil ich habe 25 Briefe. Ja, gut, okay. Da habe ich mir gedacht, das hat alles keinen Sinn, weil der letzte Brief, der kommt nicht an. Und das könntest auch gerade du sein, wo den Brief kriegt. Und du kriegst ihn nicht und dann bist du böse auf mich. Und das wollen wir nicht. So, und da habe ich gesagt, wir machen es anders. Ich habe dann mit denen noch einen Schoppe getrunken, bin dann heimgegangen und habe gesagt, weißt du was, ich nehme mal Smartphone. Da sind so viele Knöpfe drauf und da probiere ich was aus. So. Und da habe ich eine schöne App gefunden. Du. Die ist blau mit einem F drin. Ich weiß nicht, was es heißt. Blau mit einem F. Ich nehme an Freunde und ich nehme die so. Das ist meine Freunden-App. Und da schicke ich das Ding rüber. Das machen wir ganz einfach. Ich lege da alles drauf. Und dann schicke ich es weg. Jetzt wisst ihr aber noch nicht, was. Ja, das sage ich euch jetzt. Also hört zu. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gesund. Nein, sauft nicht so viel. Ja. Und wenn ihr Lust habt, meldet euch mal wieder bei mir. Ich würde mich freuen. Aber wie gesagt, ich mache es halt so. Eine App, eine Freundes-App. Und dann haben alle zugleich die Nachricht. Ist es nicht schön? Also, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und anständig. Und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Alles klar? Macht's gut, euer Manni. Ciao.